Twinkle, twinkle, little star. Lauter tote Viecher, ja, die haben mich alle weggemetzelt in der letzten Folge. Und damit herzlich willkommen zurück bei Dead Space. Boah, letzte Folge war krass zum Schluss. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Gehst du shoppen, denkst dir nichts Böses und dann... Boah, hast du fünf so schwarze Viecher am Arsch. So, auf jeden Fall müssen wir jetzt noch die NAV-Karten finden. Und ich habe den Level 5 Anzug. Und irgendwer spricht hier. Ah, Speierpunkt braucht doch keiner. Naja, es ist Gottes Wille, leck mich. Ihr seid doch alle bekloppt. Schon wieder irgendwo so ein Kackviech. Ist die Wahrheit und ihr Tod ist nur die erste Phase. Und dann werden sie alle auf dieser Transformation abschrecken. Bald schon werden sie alle physischen Belange abgeschüttelt haben. Sie müssen... Ihr Narren, das ist es, ja, mit Abschütteln kennt sich der Kerl wahrscheinlich aus. Das ist es, worauf wir gewartet haben. Hören Sie nicht auf sie. Kommen Sie zurück. Kommen Sie zurück. In dieser wichtigen Stunde von der Kirche abwenden. Hören Sie nicht auf zu glauben, was in der Kolonie passiert ist, ist keine Tragödie. Es ist Gottes Werk. Ist um ja, ja, es ist Gottes Werk, Kirche, bla bla bla. Ihr habt doch alle einen Schuss hier. Gott. Wenn einer bekloppt ist, dann der Kerl. Ah. Lagerraum. Wie viel Power Notes habe ich? 2. Ja, wir bebrücken mal diese Tür, denn da ist bestimmt... Ja, Haufen Muni. Jawoll, und Medikits. Jawoll. Diese Räume lohnen sich wirklich fast jedes Mal, muss ich sagen. So, jetzt spielen wir Tetris in Space. Einmal. Da sind nämlich Räume dahinter und wir müssen hier jetzt irgendwie durchkommen, weil hier am Ende liegt irgendwo die NAV-Karte. Und deswegen verschiebe ich hier diese Kojen. Also ein Stasi-Modul wäre echt auch praktisch, ganz ehrlich. Zack, so. Ach, hier ist die Kiste. Credits. Okay. Die fand irgendwas so dermaßen lustig anscheinend. Das hat ihr den Schädel gesprengt. Nö, sie hat sich mit einer Waffe den Schädel natürlich weggeballert. Oh, hier liegt die NAV-Karte. Diesmal gibt es keine Fluchtmöglichkeiten mehr, mein Freund. Bis jetzt waren sie ja gemein. Aber meine Kriegsführung... Ja. Ja, das ist das Problem, da kommt wieder dieser große Penner. Nein, bleib zu, bleib zu, bleib zu. Huhu, großer. Fuck, jetzt geht das da nicht zu, oder was, weil der Penner da drin hängt. Verarsch mich. Ich
bin ja gerade ein bisschen im Stress, weil mich dieses Viech verfolgt. Ich glaube, ihr könnt das verstehen, oder? Ding eigentlich ganz... Ja, lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein! Danke, aber ich brauche keine Hilfe, ja? Leckt mich doch alle, leckt mich doch alle. Besonders du, Großer, ja. Du bist der Schlimmste von allen. Ich war noch nie ein Fan von unzerstörbaren Gegnern. Würde mir bitte jemand helfen? Da sind alle Türen zu, Hilfe! Da ist der Große wieder. Der ist so toll und knuffig. Lass mich doch in Ruhe, ich habe dir nichts getan. Ja, ich habe dir nichts getan. Ja, da kommt schon wieder einer. Warum hat das so lange gedauert? Hä? Geh durch, geh durch, geh durch, geh durch. Ausgezeichnete Arbeit, Mr. Clark. Wirklich ausgezeichnet. Und jetzt kommen Sie zu mir in den Bereich. Die Tür ist offen. Beeilen Sie sich. Hallo? Ihr Scheißviech! Haut doch ab! Haut ab! Geh auf, du blöder Aufzug! Geh auf! Weg, weg, weg! Oh. Fuck, was geht denn ab? Was geht denn ab? Was geht denn ab? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Boah. Unzerstörbares Viech, Haufen schwarze Kreaturen in einem kleinen Raum zusammengepfercht. Das geht nicht gut. Jetzt muss ich wieder in den VIP-Bereich. Ach du meine Güte, 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 Güte. Hier rein. Irgendwer flüstert. Blut. Ist zerstört. Nein, 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 nein. Verzweifeln Sie nicht. Geben Sie nie die Hoffnung auf. Zuerst habe auch ich die Hoffnung verloren. Hab versucht, das Schiff zu zerstören, die Systeme zu sabotieren. Aber Amelia, sie hat alles verändert. Die Kirche. Sie glauben, der Marker war göttlich. Aber Sie wissen nicht, was hier passiert ist. Was entfesselt wurde. Sehen Sie, sehen Sie, sehen Sie genau hin. Das ist es, was wir im Kern des Planeten gefunden haben. Mercer nennt es das kollektive Bewusstsein. Es ist die Quelle, die die Necromaus telepathisch kontrolliert. Wir waren so dumm! Aber Emilia, sie wusste es. Sie wusste, dass es aufgehalten werden kann, indem der Marker auf dem Planeten zurückgebracht wird. Der Marker dämmt es innerhalb des Planeten ein. Bringen Sie den Marker zurück und versiegeln Sie das kollektive Bewusstsein. Es tut mir so unendlich leid, Amelia. Ich trage einen Großteil der Verantwortung für diese Tragödie. Jetzt muss ich die Verantwortung übernehmen, es zu Ende zu bringen und für meine Sünden büßen. Aber Sie können mir helfen, wenn Sie das Shuttle reparieren und den Marker zurück an Bord bringen. Können wir es beenden? Für
Zeiten. Ah, ich bin wieder der Depp für alles. Jetzt haben wir wenigstens gesehen, was auf dem Planeten unten lauert. Ja, so ein riesiger Wurmviech-Dingens, der anscheinend Necromorphs telepathisch kontrolliert. Ja, das wirft natürlich wieder neue Probleme auf. Und der Antrieb vom Shuttle ist auch kaputt. Das ist anscheinend der Führungsstab gewesen. Okay. Der war wahrscheinlich Teppichverkäufer. 100 Pro. Ach, ich glaube, das war die falsche Tür. Ja, 5000 dicke, oder? Fetti, 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 Fetti. Was ist los, Fetti? Kommst nicht durch die Tür. Bist du zu fett dafür? Fetti, Fetti, Fetti. Dreh dich, dreh dich. Ach ja, so schnell kann ein Raum wieder gesäubert sein von den Viechern, ja. Wobei mich das sehr wundert. Isaac ist eigentlich nur ein Techniker. Wieso kann er dann hier mit Leichtigkeit die ganzen Viecher töten? Kommt wunderbar durch, aber ausgebildetes Sicherheitspersonal, ja. Stirbt links und rechts einfach so. Habe ich mir schon oft gefragt in solchen Spielen. Aber darauf werde ich wahrscheinlich nie eine Antwort erhalten. Würde mich aber schon mal brennend interessieren, warum das so ist. Warum ist eigentlich immer jeder inkompetent in solchen Spielen, außer die Spielfigur? Das persönliches Logbuch des Captain. Um alle Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Wenn diese Einträge abgehört werden, werden meine Taten rehabilitiert sein. Ich bin Unitologe. Inzwischen ist es vermutlich kein Geheimnis mehr, dass wir gar nicht in diesem Sternsystem sein sollten. Nur ein weiterer Abbaujob für die Firma. Bis die Kolonie den Marker fand und die Kirche aufhorchte und mich schickte, diese Pilgerreise anzuführen. Sie versicherten mir außerdem, dass ein Großteil der Crewmitglieder streng gläubig sei. Meine primäre Anweisung lautete, den Marker in der Kolonie abzuholen. Dr. Kain, der CSO, ist Experte für den Originalmarker und erhielt die Aufgabe, auch diesen zu entziffern. Er sagt, er mache gute Fortschritte. Meine Entscheidung, eine Quarantäne über die Kolonie zu verhängen, war gerechtfertigt. Die haben da unten eine Art Epidemie und ich darf nicht zulassen, dass sie aufs Schiff übergreift. Nicht bei dieser kostbaren Fracht. Nicht, wenn wir so nahe sind. Der Planet wird morgen geöffnet. Wir werden den Marker weiterhin entziffern und bei unserer Heimkehr unsere Ergebnisse und den Marker der Kirche übergeben. Die Regierung wird das hier nicht vertuschen. Ortmann sei gepriesen. Okay, diese Sektenspinner waren also wirklich nur wegen diesem Marker hier. Das ganze Schiff ist voller Sektenspinner. Das ist ja wieder mal super. Da sind wir genau ins Hornissennest gestochen, ja. Ich mag diese Hintergrundgeräusche nicht, ja, von klimpernden Metall und so. Das mag ich überhaupt nicht. Ja, ich weiß, es soll die Illusion bilden, dass da vielleicht irgendwo ein Viech sein könnte. Wie gesagt, könnte. Hier liegt vielleicht viel Zeug rum. Da wird doch nicht gleich ein Monster kommen, oder? Wenn da so viel Zeug rumliegt. Ja, das ist mal ein hübsches Shuttle. Laufkarte. Mit rotem Teppich und allem drum und dran. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Warten Sie da auf mich, ich bin gleich bei Ihnen. Ah, immer diese Stimmen, die wo so leise flüstern im Hintergrund. Da kriegst echten Schaden bei Dead Space, wenn du das länger spielst. Ah, hier ist ein Terminal.
Aktivieren Shuttle zu Testzwecken zünden. Zünd doch mal. Wow, ist das hell. Hallo, mein kleiner Freund. Hallo, mein großer Freund. Eure Witze waren auch mal besser, ja? Du! So, jetzt schnell weg, bevor die Stasi nachlässt. Ah, der ist schon hinter mir. Ah, Plasma-Cutter, wo bist du? Boah, auch ohne Beine sind die Dinger schnell wie Sau, hey. Das ist es. Was ist eigentlich sein Problem? Ich verstehe das immer noch nicht. Du laufende Gulaschpampe, jetzt ist Schluss! Haut doch einfach alle ab, ja? Nein, 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 nein. Jeez, Isaac! Jeez, Isaac, lauf! Lauf, Isaac! Heilige Scheiße, geht's hier zu? Das ist ja nicht mal normal. Warum sind da so viele? Warum? Heilige Scheiße, das gibt's ja nicht. Was ist da? Lass mal Karte leer, oder? Ah, du heiliger Kirschbaum. Nein. Nein, Isaac. Isaac, lauf. Wo ist jetzt der Große? Der googelt was. Nein. Nein, nein. Das ist ein Albtraum. Lass mich weg. Nein. Wo ist jetzt der Große hin? Da ist er. Ah. Das kann ja nicht angehen hier, oder? 10.000 schnelle Viecher ran, der Große da. Nein, jetzt läuft er wieder vorbei, du blödes Vieh. Mach die Tür auf. Immer in die Magengegend. Ah Gott, der regt mich schon langsam auf, der Kerl. Ich oder er. Was ist dein Problem? So, jetzt aber. Ja, ihr könnt euch denken, was ich machen muss. Ich muss den dahinter das Triebwerk locken. Damit der endlich verreckt. Go, 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 go! Nein! Heilige Kacke! Da kriege ich richtig Gänsehaut, wenn der hinter mir steht und schreit. Ah, wo? Da. Der Albtraum nimmt kein Ende, Leute. Warum hilft mir denn keiner? Jetzt so ein Koop-Partner wäre ideal, ja? Da, du Penner-Schlumpf. Ich hoffe, dass die Stasis jetzt reicht. Zünd, Isaac, zünd! Ah, immer um einen Millimeter, das gibt's doch nicht. Boah. Habe ich noch ein Stasis-Pack? Natürlich nicht. Wo? Vorne ist er.
Ich habe das gar nicht so schwer in Erinnerung. Das gibt's echt nicht. Komm, mach auf, mach auf, mach auf. Jetzt schieß! Ach, das gibt's doch nicht! Warum funktioniert das nicht? Da gibt's auch aber nirgendwo ein Stasis-Pack zum Auffüllen, sehe ich gerade. Das könnte schlecht sein für mich. Ich habe eine Idee. Ich bin ja auch blöd. Au! Ja, schlag mich. Schlag mich. Schlag mich. So, du großer Fleischhaufen. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir schießen dir einfach die Beine weg. Und dann kannst du hier durchkrabbeln, wie du willst, ja. Oder auch nicht. Das ist natürlich jetzt auch eine Alternative für dich. So, Stasis. So, warten, bis er wieder seine Beine einigermaßen hat und dann zünden. Komm, komm. Komm, du Arsch. Komm. Jetzt läuft er hinten vorbei. Das gibt's doch nicht. Gott verdammt. Jetzt habe ich nicht mal mehr ein Stasi-Pack. Wie soll ich denn das jetzt machen, bitte? Jetzt komm her. Komm her. Wir machen das jetzt face to face, ja. Ich stelle mich wieder blöder an, als es ist. So, jetzt aber. Stirb, Arschloch! Der verarscht uns doch, oder? Der klaut doch jetzt nicht meinen Shuttle. Shuttle-Sicherung gelöst. Anscheinend klaut er doch meinen Shuttle. Ich bin unterwegs zum Flight Deck. Kommen Sie dorthin, dann bringen wir den Marker an Bord. Ja, Amelia. Bald werden wir ihn nach Hause bringen. Okay, während er hier seinen... Keine Ahnung, ob kein Verrückt ist oder nicht, aber wir brauchen das Shuttle. Er sollte auf unserer Seite bleiben. Jedenfalls vorher. Dürfte ich jetzt bitte ausreden? Ich wollte eigentlich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Dead Space. Hier wieder in dieser Shuttle-Bucht. Und hoffentlich hat sich dann mein Puls wieder etwas beruhigt. Bis dann und wie immer.